Karl May, Band 21. Krüger bei. Kapitel 1. Die Felsenburg. Unsere Pferde hatten nicht leicht zu tragen, da die Vorsicht gebot, uns für 3 bis 4 Tage mit allem zu versorgen, was nötig werden konnte. Wir hatten nicht nur Lebensmittel für uns und Futter für sie, sondern auch noch verschiedene Gegenstände mitgenommen, von denen anzunehmen war, dass sie uns von Nutzen sein würden. Dazu gehörten ein Paket Lichte und ein Bündel lange Wachsfackeln. Von beiden hatten wir in den Wagen eine bedeutende Menge vorgefunden. Auch 3 große Fässer mit Brennöl waren verladen worden. Das alles hatte Melton bei dem Kaufmann in Ures bestellt, bevor er mit dem Haciendero den Kauf abschloss. So war auch mit den Yumas vorher verhandelt und ihnen alles, was sofort gebraucht wurde, zur Beförderung.